Und da geht der nächste rein. Ja, schleppen mit dem Flying Collar Rig. Macht schon richtig Bock. Jetzt gerade hier noch aktuell mit der ersten, mit der leichten Bootsroute. Und was zieht man hier raus? Ja, zeige ich dir. Und der nächste Köhler geht rein. Direkt mal wieder raus mit der Route. Und ich halte hier die ganze Zeit schön die Map im Blick, denn ich fahre hier an der Küste entlang im eher flachen Bereich und ich bin auch auf eher, ja, die etwas kleineren Fische aus. Die ganz großen könnte ich zwar mittlerweile ja schon, ich sag mal, ansatzweise mit der ersten Bootsroute beangeln. Was heißt die ganz großen? Die mittleren vielleicht eher. Bis zu den ganz großen braucht es noch ein wenig. Und dann war schon wieder Biss, so soll das sein. Aber ich möchte ja auch nicht so viel Verschleiß haben. Hat mehrere Gründe, also mein ganzes Setup ist ja immerhin noch jetzt hier begrenzt mit den Stationärrollen. Das heißt, ich bin jetzt hier mit relativ kleinem Setup nach wie vor unterwegs. Das große Endgame-Setup lässt noch auf sich warten und erst ab 100% im Meeresangeln können wir uns eh erst die ganz großen Routen holen. Der nächste Schritt allerdings sind dann die mittleren, die mittelschweren Bootsrouten und ab da geht es dann auch schon richtig los. Ja, und die mittelschweren Bootsrouten, die man dann ab 75% im Meeresangeln nutzen kann, ja, mit denen kriegt man dann, wie gesagt, auch schon die großen, auch mal so ein Heilboot vielleicht ganz gut gedrillt, wenn man dazu dann auch noch die passende Rolle hat. Solche Setups sind natürlich nicht ganz günstig, man muss lange darauf sparen, von daher am besten sehr verschleißschonend unterwegs sein, nicht direkt mit dem Starter-Set, mit den Pilkrouten, mit der ersten kleinen Bootsroute, nicht direkt ins ganz tiefe brettern und sich denken, boah geil, jetzt geht's aber richtig los. Piano, wir sind immer noch im Anfängerbereich vom Meeresangeln. Wir sind noch lange nicht so weit mit diesem Setup, dass man dann da wirklich auf die dicken Brocken geht. Wenn man das natürlich macht, hat man entsprechend viel Verschleiß, hat man aber am Ende auch etwas weniger Silber. Es gibt viele Bereiche, gerade hier im Fjord, beziehungsweise hier im Rand, im Küstenbereich, wo man wirklich gut rausziehen kann, wirklich auch eine ganz gute Frequenz hat. Man sieht es auch hier am Grund. Das Schöne ist, man muss gar nicht so weit absinken lassen. Man hat den Köder viel schneller am Fisch und hat auch schneller den Fisch wieder rausgezogen. Und ja, dementsprechend kriegt man dann eben auch ratzfatz die Punkte zusammen. Einer fehlt mir vielleicht noch, ein oder zwei, dann bin ich schon bei 62%. Ich bin gerade ganz zufrieden damit, läuft auch gerade ganz gut. Ich habe das auch schon mal rumprobiert hier mit dem Angeln vom Ufer aus, mit diesem Rig, so ist die Montage gerade aufgebaut. Flying Collar Rig eben nur zu nutzen ab der Bootsroute und dementsprechend dann hier der Aufbau mit einem schön schweren Blei dazu, mit einer Mundschnur, die in dem Fall jetzt gerade mal nur 40 cm lang ist, relativ kurz. 4-0er Haken auch nur, ich bin extra also auf die kleineren Fische aus. Hoppala, da muss ich mal ein bisschen einkurbeln. So, wir wollen ja hier auch Bewegung in Grundnähe und nicht die ganze Zeit so weit hin und her hinterher schleppen das Ganze, sondern mitschleppen. So. Und ja, vom Setup her, wie gesagt, hier gerade mit diesen Würmern unterwegs. Ich teste gleich auch nochmal die Filets. Ja, insgesamt vom Kescher her sieht das auch schon ganz vernünftig aus. Es gehen immer wieder verschiedenste Fische rein, das ist mir wichtig. Ich hatte vorher noch ein bisschen was anderes rumprobiert an anderen Stellen. Aber jetzt hier so die letzten Minuten ging eigentlich konstant was rein. Und da ist auch hier diese Küstenregion wirklich sehr ergiebig. Ich glaube, ich mache jetzt gleich mal ein Filet drauf. Einfach so ein Köhlerfiletstreifen. Das geht ja auch ganz gut. Na guck mal, der scheint schon ein bisschen größer zu sein. Hier kommen auch noch ein paar größere rein. Gerade hier vor der 11-Meter-Kante. Ich bin die ganze Zeit im Trollinggang unterwegs. Das heißt, ich habe die Möglichkeit auch ein bisschen zu lenken. Auch mal ein bisschen gegen die Drift zu fahren. Also genau dahin, wo ich hin will. Und gleichzeitig, das ist eben das Schöne an diesem Rig. Gleichzeitig... Oh,
einen Schellfisch. Gleichzeitig ist es halt genau das, was das Rig eben ausmacht. Das dicke, fette Blei kullert die ganze Zeit über den Grund. Und das Würmchen oder jetzt gleich das Filet, der Filetstreifen, so, machen wir hier so einen Köhler dran, der fliegt dann quasi weiter oben oder knapp über den Grund und triggert dann natürlich genau die Fische, die wir grundnah haben wollen. Da unten geht es schon wieder, da sehen wir schon direkt die nächsten. Alles hier gerade so im Bereich von, ja, ich sag mal 28, 30 Meter Tiefe. Dementsprechend lassen wir jetzt hier absinken, 30 Meter, 35 Meter vielleicht. Und langsam reicht's. Bewegung in Grundnähe haben wir jetzt. Das ist genau richtig. Das Ganze geht natürlich nach hinten immer so ein bisschen weg. Deswegen sind es auch ein bisschen mehr Meter. Aber wir sind jetzt hier auch gerade bei 37 Meter Tiefe. Das passt also gerade ganz gut. Ja, und jetzt einfach fahren und dann auf der blauen Map gucken, wo sind jetzt ungefähr die Kanten. Dementsprechend ein bisschen mal rumlenken und hier die Küstenregion abfischen. Ja, das Ganze ist, wie gesagt, hier alles noch Anfängerangeln. Das heißt, wir kommen Stück für Stück in dem ganzen Skillbaum ja immer mehr und immer weiter zu den größeren Montagen. Und dann ab der mittleren Bootsroute macht es auch richtig Bock. Dann geht's auch los. Dann geht's an die dicken Brocken. Wenn man das vorher macht, ja, wie gerade schon gesagt, man kann das natürlich machen, aber dann darf man sich auch über viel Verschleiß nicht wundern. Gerade wenn man mit solchem Light-Setup unterwegs ist bei den Pilkrouten oder der ersten leichten Bootsroute, farmt man tatsächlich auch noch viel Verschleiß. Mittlere Bootsroute wäre dann ein Setup, was ich euch gleich zeige. Und dieses Setup kann man auch noch gewinnen. Ja, welche mittelschwere Bootsroute könnt ihr denn jetzt gewinnen? Ich wollte sie gerade hier schön platzieren, aber ich kann sie ja gar nicht anpacken. Ich habe einfach das Level noch nicht dafür. 75%, wie gesagt, benötigen wir für die mittlere Bootsroute. Und zu gewinnen gibt es dieses Setup. Also komplett so, wie es ist, für alle Zuschauer hier auf dem YouTube-Kanal. Und das Ganze geht von heute, also von Freitag. Was haben wir da für ein Datum? Den 14. April. Und das Ganze endet dann im Livestream. Und zwar im Livestream am Sonntag. Sonntag um 19 Uhr. Um bei der Verlosung mitmachen zu können, müsst ihr unten unter die Kommentare, also unter dieses Video, einmal reinschreiben, Hashtag Stormrider. Das ist hier die Route, die Stormrider. Also Hashtag Stormrider. Und welcher Fisch beim Meeresangeln euer persönlicher Liebling ist. Wichtig, schreibt bitte einen Satz und nicht nur zwei Worte sozusagen, denn dadurch wird ganz, ganz schnell YouTube aktiv und markiert eure Antwort als Spam. Damit das nicht passiert, schreibt einen kleinen Satz. Also Hashtag Stormrider und welcher Fisch euer liebster Fisch ist hier beim Meeresangeln. Ja, mit diesem Gerät geht es dann schon richtig ans Eingemachte. Ich hatte auch gerade noch eben mit dem Tobi von RF4 gesprochen und der sagte, dieses Gerät lohnt sich auch selbst im Endgame. Ob es von der Stormrider jetzt die mittlere Kategorie ist, es gibt noch eine etwas schwerere, noch eine mit mehr Wurfgewicht oder eben nochmal die leichtere. Also die ganzen Stormrider haben halt eine richtig schöne, starre Rute sozusagen. Sie haben richtig schön Spannung drauf, man kann damit super pilken. Also das später für verschiedenste Montagen eine absolute Empfehlung, sagte er, weil man sie eben richtig gut für verschiedene Montagen nutzen kann. Neben den absoluten Endgame-Setups natürlich das dann fürs große Angeln, für die ganz schweren Fische und dass man hier dann mit so einem Setup zum Beispiel in die mittelschweren Montagen reingeht, dass man hier vielleicht die Endbleimontage damit dann verwendet, wo man dann eben verschiedene Seitenarme hat und dadurch, dass man da eben richtig schön die Spannung reingibt in die Rute und Leben dann in die Köder reingibt,
hat man da eben richtig Spaß mit dieser Route, selbst im Endgame noch. Ja, zu der Rolle muss man, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Ein absolutes, ja, Meisterstück. Richtig genial. Schweres Gerät. 30er Rolle. 4-0er Übersetzung. 1,7 im zweiten Gang. Also, das Teil ist natürlich auch richtig sexy. Und ja, damit mit dem zweiten Gang holt man dann eben auch die ganz schweren Brocken rein. Wir haben hier ein Wurfgewicht von 49 Gramm, eine Bremskraft von 34 Kilo. Auch da muss man natürlich sagen, sollte man sich vielleicht gut überlegen, wo man sowas dann verwendet. Muss man sowas hier verwenden im Fjord, wenn man auf kleinere Fische geht? Oder hebt man sich sowas vielleicht besser auf fürs wirkliche Großfischangeln? Einfach immer im Hinterkopf behalten, dass der Verschleiß natürlich auch beim Kleinfischangeln entsteht und dass man da dann vielleicht doch lieber nochmal zurück auf seine Stationärrollen geht. Und wenn man dann wirklich auf die großen Brocken aus ist, dann geht man auf solche Rollen und dann kämpft man auch tatsächlich mit den großen Brocken und dann lohnt es sich auch, wenn man da ein bisschen Verschleiß hat. Ja, zusätzlich gibt es dann auch noch hier diese super Schnur, die neue Schnur mit den verschiedenen Farben. 1200 Meter, perfekt, richtig genial und ja, das Ganze mit einer Tragfähigkeit von 205 Kilo, also das Teil hält auch einiges aus und ja, ich glaube ein Must-Have mittlerweile im Game. Ich kann mir schon kaum vorstellen, wie es war, ohne diese Schnur zu angeln. Sensationell, die Anzeige, die wir jetzt unten haben, mit den ausgeworfenen Metern, sieht man einfach sehr, sehr gut, wo man sich gerade befindet. Gerade auch fürs Angeln mit dem Echolot, sensationell. Ja, wie gesagt, dieses Setup ist dein. Wenn du gewinnst, wie gesagt, die Verlosung machen wir dann, wie auch beim letzten Mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags ist ja immer der Livestream zu RF4. Jetzt zurzeit auch noch zusätzlich die ganzen anderen Tage der Woche. Das heißt also, die nächste Verlosung findet dann am Sonntag statt, am 16. Und dann ab 19 Uhr geht der Stream los und dann so im Laufe des Streams geht dann eben auch die Verlosung los. Wie gesagt, alle Kommentare, die bis 19 Uhr unter dem Video reingekommen sind, mit dem Hashtag Stormrider, mit einem kleinen Satz, welcher euer liebster Fisch ist im Meeresangeln. Das ist wichtig. Schreibt einen richtigen Satz hin, schreibt nicht nur zwei Worte, damit ihr da von YouTube nicht einfach als Spam gewertet werdet. Und dann sollte das doch funktionieren. Ich freue mich schon drauf auf so ein Setup. Ich muss noch ein bisschen sparen. Ich bin aber ganz gut dabei. Und vor allem muss ich erstmal noch Skillpunkte kriegen. Denn 75%, es wird langsam zäh. Bis 75%, das braucht noch ein bisschen. Also, Petri, ihr Lümmels, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Petri.